Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Blablabla. In der letzten Folge haben wir das Gebiet Quincy, heißt es hier, Ruinen von Quincy, abgeschlossen sogar. Ein Power-Armor-Teil bekommen von jemandem namens Tessas. Tessas Faust haben wir, glaube ich, bekommen. Und ja, wir waren hier wegen einem Holoband von Eddie Winter. Müssen wir auch noch finden. Was da in diesen Dingens hier ist hier in diesem Polizeirevier. Aber erstmal gucken wir hier noch, Cool. was hier noch los ist. Scheint ja ein halbwegs großes Gebiet hier noch zu sein. Mit vielen Orden. Die nehme ich mit. Ja. Wiegen nichts, aber sind ein Kronkorken wert. Also Aluminiumkanister, sehr gut. Kaffeekanne brauche ich auch. Ist auch Aluminium. Nick! Ich bin voll. Longs Terminal. Okay, Mama Murphy. Was? Was? Ich kann gar nicht glauben, dass Bürgermeister Jackson wirklich versucht, die Minutemen basierend auf Mama Murphys wahnsinnigen Drogenhalluzinationen zu holen. Was wollte ihr erklären, dass sie nichts weiter als eine alte Verrückte ist und wir ihr keine Schimmels mehr verkaufen? Sie konnte sogar Sturges überzeugen. Ach, stimmt. Jetzt müssen wir eine Gruppe Schnorrer mit Lasermusketen unterbringen und verpflegen, ohne was zu bekommen. Dann auf und ich werde ihnen mal erstmal stecken müssen, was die Minutemen überhaupt nicht den Geschichten entsprechen, die er über sie gehört hat. Stimmt, Marcy Long und also Leute, unglaublich, sie waren wirklich recht. Long und Irma waren gerade Leute. Ach, wurden die von da vertrieben oder was? Keine Verstimmung, keine Hunger. Was? Wer mit der Tür machen würde, was das jetzt? War das jetzt ein Minuteman oder nicht? Okay, ich nehme an, die kamen von ihr ran. Nick, komm hier rein, verdammt. Oh. Warte nicht. Warum meine ich? Verschlossen. Nick, komm her. Hey, Komm hier drüben. her. Langsam zu. Hey, hast du was auf dem Herzen? So, was gibt der denn hier schon wieder alles mit? Kampfgewehr brauchst du auch gar nicht. Ach, hier habe ich ja auch noch. Ich denn noch, was so viel wiegt? Tessas Faust, Metallrüstung. Muss ich mal alles irgendwann einlagern. Diesen oder den nächsten Part irgendwann. Wenn ich heute fertig mit Aufnehmen bin, wahrscheinlich. Ja, erstmal nicht so viel. Ich habe ja Essen dabei, ne? Köterkeule. Einfach wegen Erfahrungspunkte. Aus drei schmutzigen Waffen kann ich Dingens machen. Dreckiger Ödländer, was? Okay, cool. Ribeye Steak. Sind auch Erfahrungspunkte, also. Irgendwann muss ich wahrscheinlich so Erfahrungspunkte sammeln. Weiß auch schon, wie ich irgendwann bald leveln werde, indem ich einfach. Erstmal muss ich in Sanctuary ein paar Läden aufstellen. Und dafür brauche ich hier dieses Bürgermeister-Perk.
nicht mehr Läden aufbauen kann, weil ich ja mal irgendwann mal ausprobiert habe, aber nicht so gefunkt hat. Oder ich es noch nicht so für nötig fand. Aber mittlerweile habe ich Kronkorken. Man muss ja Kronkorken bezahlen, um so ein Teil aufzubauen. Und ja, ich weiß nicht anderes, was ich jetzt mit meinen Kronkorken anfangen soll. Deswegen kommt mir halt gerade recht und ich muss irgendwie da runter. So, ha! So viel. Und ja, wenn ich diese Läden aufbaue von legendär ist er noch ehrlich, Was war das? wenn ich diese Läden aufbaue, aber Memphis Aufzeichnung, was ich habe es Deutsch zu Bürgermeister Jackson geschickt, mit ihm über das reden, was ich mit dem dritten Auge gesehen habe. Ich habe mir einen neuen Cocktail gemischt und kann spüren, wie er langsam wird. Mal sehen, ob sich die Vision ändert. Ein vorne auf Balkon versteckt, falls sie vorbeikommen, wenn ich noch drauf bin. Ich habe das Gefühl, wir brauchen das dritte Auge nochmal, wenn wir hier durchstehen wollen. Okay, cool. Was auch immer es war, da ist noch ein legendärer. Und sagen, ich habe letztens noch gesehen, wie einer hier ist. Deinem letzten Gefängnis. Jeder überlebte Kampf. Ist doch nur riesig hier. Hier war ich doch, glaube ich, schon mal. War so ein Typ mit einem Cowboy-Hut und einem Power-Armor. Ich mich noch mal selber in die Luft gesprengt, weiß ich noch. Alter. Idiot. Ha. Da hat der uns spannend direkt hinterher. Okay. Ein Teekessel. Deiner Schule Zeit gemacht. So, da ist noch einer, da ist noch einer. Meine Güte. Was ist denn hier los? Die Leute noch das Holoband noch finden. So. Oh gut. Komm schon, Arschloch. Ja, wenn es nicht anders geht. Was war das? Was zum? Wie viel die aushalten, so ein normaler Soldat, ne? Schießt du da? Plasma gewinnt? Ja, als hat er einfach die Verkäuferin da kaputt gehauen, Mann. Das wird zu hart für dich, Kumpel. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Das ist ja mehr so für Aluminium. Sie werden es nicht mehr brauchen, also warum tauchten die auch einfach so auf, während hier gerade Schlacht zwischen Gut und Böse. Stattfindet. Oh Mann.
Das wird nicht funktionieren, aber was soll's. Warum? Ich fand nicht, dass ich jetzt zu nah dran war wieder. Oha. Ich finde manchmal nicht, dass ich zu nah dran bin. Was? Das ist nicht zu nah. Geht doch jetzt hier keinen Scheiß. Noch viel zu weit hier. Mich da. Oh. Komm mal da raus, bitte. Ey, ich ziehe ihn ja gar nichts ab. Meine Güte. Stimmt sich hier schon verballert. Was geht nach? Was geht nach? Was geht? Plasmagewehr. Hol noch mal ein Plasmagewehr. Sturges. Ah, Sturges. Den kann man auch. Murphys Vision. Wir hocken in ihr Zimmer, seit der Händler vorbeigegangen ist. Und dann überrannt wurde. Und so Leute tot auf der Straße oder gefangen. Die Minuteman. Baker, ja. Yeah. Okay, wollte schon sagen. Den gehört die Power-Rüstung schon. Die haben sie dann benutzt. Okay. Mal auch hier ein bisschen Hintergrundgeschichte. Gut zu wissen. What is this? Stop it! Ja, noch gern ein Level ab. Wo ich ausgehend so ein paar Sachen machen kann. Wie schön. Nick. Nick. Ich bin voll. Okay. Er braucht natürlich wieder so lange, bis er hinter mir her trollt. Trägst so viel, kannst nicht rennen. Ja. Wir sehen, wird er mir wahrscheinlich nicht folgen, ne? Was ist denn da noch? Mein Gott, ich werde immer weiter hier gesidetrackt. Ah, gut, komm her. Komm her, komm her. Hey, ich bin ganz Ohr. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Hey, so, danke.
Kannst du meinen ganzen Schrott nehmen, bitte? Stahl. Oha. Wie sieht der Plan aus? Hier war ich aber schon mal, das weiß ich. War selber in die Luft gejagt, okay, schon sagen. Nicht nur als Best of, da weiß ich. Jetzt 8 Stück. Schon wieder überladen. Hey, Dann zum Beispiel die Kampfflinte und das Kampfgewehr wegnehmen. Was? Also ja, so Kampfgewehr und Kampfflinte. Schon sagen, habe ich auf einmal so 20 Dinger bekommen. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Au. Okay. Hast du da irgendwie bestimmen, dass die so ein Suplex machen? Nicht Suplex. Ein Throwdown. Was ist das hier? Ist eine Melone? Ja. Melonen. Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Sie hat verstanden, Herr Müller. Okay. Na, da oben will ich hin, genau. Hey, da ist er ja sogar noch. Clint. Ja, er ist die ganze Zeit immer noch hier. Das ist doch ein bisschen übertrieben. So, jetzt bin ich aber eigentlich wegen was vollkommen anderen hier. Und ich nicht mal Anstalten gemacht, irgendwas zu machen. Oh, hallo. Bingo. Persönliche Aufzeichnungen. Tomcats, was? Da waren noch welche. Bin doch langsam, haben wir genug erledigt. Schüsse, wie ich auf den abgebe, ne? Nein. Ja, das gibt's ja jetzt einfach nicht. So. Hält er sich ja noch im letzten Moment hoch, ey. So, jetzt müssen wir ja aber bald hier fertig sein, ne? Dingen, das macht mich irgendwie neugierig. Ja, haben wir es jetzt hier langsam. Ja,
Ja, wir sind bestimmt auch noch welche, ne? Irgendwo kann ich so ein Ding aufmachen. Wird mal Quincy hoffentlich abgeschlossen soweit. Würde ich gerne das letzte Holoband hier finden. Wahrscheinlich sind in dieser Polizeistation auch noch ein paar Leute. Mit Leute meine ich Gunner. Und Gunner finde ich nicht gut. Werde ich aufheben. Na. Das habe ich jetzt aber hier gesehen. Ja, leck mich doch. Warum ist das hier so geschützt? Leck. Wenn er jetzt da durchgelaufen wäre, ne? Ganz schnell mal reingehen und holen, was wir brauchen. Dann herausfinden, wo der Typ sich befindet, den kalt machen, Nick zufriedenstellen, Feierabend. Das wäre so mein Plan. Da bin ich ja als letztes hingegangen. Das war bisher schwierigster Ort. Mit allen Sachen. Hey, was? Oh. Ich sehe schon das Cool. Holband. Nachricht an Robert Cooper. Bobby, das haben wir doch schon besprochen. Wenn du was mit deiner verdammten Stiefschwester anfangen willst, ist das dein Bier. Aber du redest im Schlaf. Vielleicht redest du über Baseball oder du singst irgendwelche Fernsehmusik. Oder du erzählst von den drei Leichen, die Colin Geschafft. in der Bunker von Arlington Greens vergraben hat. Ein Holzlöffel. Was? Ich dachte aber irgendwie so. Egal. Dann habe Hallo, ich mal hast du kurz was da. für mich? Okay. Na, Nick hier. Ich mit Hat Nick jemand reden eine Tasche muss. voller Bänder, die einem alten Ghoul gehören? Was stand da jetzt? Ich brauche noch etwas Zeit. Gut, dann komm wieder, wenn du. Aufgepasst. Rede weiter. Hast du ein paar Bänder für mich? Bevor wir es wissen, nicht eine Weile verlassen, okay. Endlich habe ich alle. Hier. Kein Witz? Tja, das nenne ich mal solide Detektivarbeit. Die sind steinalt. Aber da sind überall Eddies Fingerabdrücke drauf. Das sind die echten. Und da sind immer noch die Codebestandteile drauf. Ich lasse sie durch den alten Prozessor laufen. Ich hab's. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Der alte Kerl hat sich in der Andrew Station verkrochen. Bringen wir Eddie Winter zur Strecke. Ja, okay. Der geht automatisch rein, nehme ich an. Hey, Valentine. Ja? Endlich bekommt Eddie Winter, was er verdient. Wir sollten Eddie nicht warten lassen. Okay, er will direkt ein.
Da gehen wir aber in der nächsten Folge hin von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge.